أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir fahren heute fort mit unseren Sahaba-Geschichten, mit den Geschichten der besten Menschen der Welt. Und die heutige Geschichte ist über Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa arda. Und ich freue mich immer wieder, euch diese Geschichten vorstellen zu dürfen. Und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mich zu einem Mittel macht, dass ich zwei, drei Dinge, die ich von den Gelehrten gehört habe, euch weiter übertragen kann, damit wir bi'idhnillah ta'ala die besten aller Menschen kennenlernen und wir sie auch lieben lernen und wir sie verteidigen, weil sie von Allah azza wa jal gelobt wurden und vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Niemand hat die Religion so praktiziert, so gut praktiziert wie diese Sahaba radiallahu anhum. Das muss uns allen klar sein, liebe Geschwister. Die Geschichte von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu wa arda. Er war ein kleiner Junge, der groß geworden ist mit der Religion des Islam. Und er hat im Leben nie etwas anderes kennengelernt, als das zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Allah liebt es, dass wir ihn einzig und alleine anbeten. Dass wir Allah keine anderen Götter zur Seite stellen. Dass wir niemals in unserem Leben akzeptieren, eine andere Rechtleitung zu wählen, als die Rechtleitung, die Allah Azza wa Jal uns vorgegeben hat. Dass wir nicht im Leben etwas bevorzugen vor den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala. Bist du so ein Diener, dann verdienst du den Namen Muslim. Und sogar Mu'min, ein Gläubiger. Möge Allah Azza wa Jal uns unter den Gläubigen schreiben. Er hat im Leben nie etwas anderes kennengelernt, liebe Geschwister. Er ist sozusagen groß geworden mit der Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er hat uns berichtet, dass es 7 Personengruppen am Tage der Auferstehung geben wird. Sie werden an dem Tag, wo andere, wal'iyadu billah, 50.000 Jahre unter einer heißen Sonne stehen werden, die nur ein paar gezählte Zentimeter über ihren Köpfen ist und Allah eine andere Sonne herbeibringt als diese Sonne, die wir kennen. Und nur Allah kennt das Ausmaß der Hitze dieser neuen Sonne. 50.000 Jahre werden die Menschen, wer? Die üblen Menschen unter dieser heißen Sonne sein und sie werden, wal'iyadu billah, diese Qualen ertragen müssen, weil sie nicht zu den 7 Personengruppen gehören. Allahu Akbar. Möge Allah uns an diesem Tag Sicherheit geben. 50.000 Jahre, nicht nach unserer Zeitrechnung, nach der Zeitrechnung von Allah. Was bedeuten diese 50.000 Jahre, fragt mich nicht. Ich kann euch aber nur eine Sache sagen, es wird eine harte Zeit. Wallahi, an diesem Tag gerettet zu sein, ist das Beste, was dir passieren kann. Es gibt nichts Besseres. Und schaut mal, welche Personengruppen sind es, die an diesem Tag nicht unter der Sonne stehen werden, nicht in ihrem Schweiß stehen werden und wal'iyadu billah dieses heiße Wasser ertragen müssen, Jahre, 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 sondern es sind Personengruppen. Allah Azza wa Jal, er wird ihnen Schatten geben unter dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine Gruppe, die interessiert uns heute, denn ich habe diese Überlieferung schon oft erzählt, eine Personengruppe interessiert uns hier,
Der Prophet Muhammad sallallahu sagte: "Wa shabun nasha'a fi ibadati rabbi." Und ein junger Mann, der aufgewachsen ist in der Anbetung zu seinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Wie Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu arda. Ein junger Mann, er hat nur gelernt, Allah einzig und alleine zu dienen. Subhanallah, dieser wird am Tage der Auferstehung unter dem Schatten des Thrones Allah, subhanahu wa ta'ala, stehen, liebe Geschwister. Sein Vater Umar ibn al-Khattab, er war der großartige Sahabi, über den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Walladhi nafsi biyadi, ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajjan qat, illa salaka fajjan ghayra fajjik." Bei dem in dessen Hand meine Seele ist, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn der Shaytan dich, Umar, sieht, dass du einen Weg beschreitest, dann nimmt der Shaytan den anderen Weg. So eine Stärke hatte Umar ibn al-Khattab. Der Shaytan hat sich an ihn nicht herangetraut. Warum? Ein Mann voller Iman. Ein Mann voller Glauben. Ein Mann, so wie Allah Azza wa Jal ihn liebt, liebe Geschwister. Der war sein Vater. Was denkt ihr dann, wie sein Sohn sein wird, wenn er unter der Obhut von so einem gewaltigen Sahabi wie Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda aufgewachsen ist? Die erste Schlacht, an der Ibn Umar radiyallahu anhu teilgenommen hat, war die Schlacht in Khandaq, liebe Geschwister. Aber davor hat er schon den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebeten, obwohl er noch ein kleiner junger Mann war, dass er auch an den Kriegen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teilnehmen will. Obwohl in Khandaq selber war er schon so klein. Aber davor hat er ihn schon darum gebeten, wer? Ibn Umar radiallahu an, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er mit ihm in die Schlacht ziehen wollte, was beweist, wie sehr er dem Islam alles geopfert hat, liebe Geschwister. Subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat ihm das Paradies versprochen. Hört euch diese Überlieferung an. Ibn Umar radiallahu anhu arda, er sagte: "Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ich war mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. "Faja'a Abu Bakr, fasta'dhana, faqal i'dhan lah." So fragte er, ob er eintreten darf, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ibn Umar: "Lass ihn eintreten. Lass ihn eintreten, erlaube ihm einzutreten. Wa bashirhu bil Jannah." Und verkünde ihm, dass er das Paradies als Lohn bekommen wird. Allahu Akbar. Stellt euch vor, ihr geht irgendwo hin und dann seht ihr den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagt euch einfach so mal am Tag: "Du bist ein Paradiesbewohner." Was denkt ihr, der restliche Tag, wird er gut werden oder nicht? Ich sage euch eins, nicht nur der restliche Tag wird gut werden, sondern das ganze Leben wird gut werden. Ey Wallah. Aber leider, wir verstehen das nicht richtig. Dann, liebe Geschwister, ثم جاء عمر فاستأذن فقال إذن له. Dann kam Umar ibn al-Khattab radiallahu an und er hat darum gebeten, Einlass gewährt zu bekommen. Und er hat ihm gesagt: "Komm herein, Ibn Umar radiallahu an." Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat ihm befohlen: "Wabashirhu bil Jannah." Und verkünde ihm, dass auch er das Paradies bekommt. Wer? Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda. Dann kam Uthman herein. Und wieder dasselbe, liebe Geschwister. Ihm wurde Einlass gewährt und er kam herein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: "Verkünde ihm das Paradies." Subhanallah, ihr müsst euch jetzt mal vorstellen. Ibn Umar, er lässt wen herein? Abu Bakr. Ja. Verkünde ihm das Paradies, Ibn Umar. Dann kommt Umar ibn al-Khattab rein, verkünde ihm das Paradies, Ibn Umar. Dann kommt Uthman herein, verkünde ihm das Paradies. Den Uthman, den großartigen Sahabi. Wer bleibt jetzt offen? Ibn Umar selber. Er soll den Leuten immer nur verkünden, kommt rein und ihr kriegt das Paradies. Er will auch was. Er will auch was. Dann hatte er gesagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Vereine einer, wo werde ich sein, ya Rasulallah?" Er sagte: "Anta ma'a abik." Du wirst mit deinem Vater sein. Allahu Akbar. Das ist das Zeugnis vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wer im Paradies ist? Hä? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa arda.
Und dieser Mann, er war außergewöhnlich in einer bestimmten Sache. Er hat so an der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam festgehalten, wie man sich das niemals vorstellen kann, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Schaut mal. Einmal sagt Nafi radiallahu an, Rajulan Atas. Ein Mann hat genießt. Und er war in der Nähe von Ibn Umar. Dieser Mann, der genießt hat, war in der Nähe von Ibn Umar radiallahu an. Da sagte der Mann, der genießt hat, Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Alles Lob gebührt Allah. Dann sagte Ibn Umar zu ihm, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, und ich sage auch alhamdulillah wa laysa hakadha allamna rasulullah, aber so hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht beigebracht. Allamna an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Er hat uns beigebracht, Alhamdulillah zu sagen, auf jeden Fall, bei jeder Sache. Subhanallah. Schaut mal, liebe Geschwister, was hat dieser Mann gesagt? Er hat gesagt, Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Sind das Worte, die verachtenswert sind? Nein, wallahi keine verachtenswerte Wörter. Sind wir uns sicher, dass jeder von uns gerne den Salam auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht? Ey wallah, aber zu dieser Situation waren diese Worte nicht passend. Wer hat dir das beigebracht? Ibn Umar hat ihn korrigiert, obwohl er nur wenige Worte gesprochen hat, die aber nicht gesprochen werden dürfen in dieser Art. Wenn du niest, dann kannst du nicht sagen, jetzt nachdem du genießt hast, Hachi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wer hat dir das beigebracht? Sagt man, ist das so schlimm? So hat uns der Gesandte Allahs das nicht beigebracht, sondern wir sagen, wer hat aufgepasst? Alhamdulillah, ala kulli hal. Ala kulli hal. So hat uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dieses beigebracht, liebe Geschwister. Denn wir müssen aufpassen, wir können sofort und sehr schnell in Bid'ah rutschen, ohne dass wir es merken. Bid'ah ist eine Neuerung in der Religion, die uns weder im Koran noch in der Sunna beigebracht wurde. Man denkt, das wäre eine Sache, die von der Religion ist, und man erhofft sich Lohn dafür. Viele Bid'ah werden in der heutigen Zeit gemacht, aber leider denken die Menschen, weil sie dieses nicht gelernt haben, dass dieses etwas Gutes ist, was sie getan haben. Allen voran, liebe Geschwister, der Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir schicken eine Botschaft an diese Menschen und wir sind uns sicher, dass diese Menschen nur Gutes machen wollen. Und dass sie ihren Propheten ehren wollen. Und dass sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben. Wir sind uns sicher, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Aber die richtige Liebe ist durch die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Sprich, ja Muhammad, er sollte mit den Menschen sprechen. Wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Wenn du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgst, so wird dich Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Also musst du dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, damit wer dich liebt? Allah. Wenn du die Liebe Allahs erreichen willst, dann geht das nur über die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Thema ist erledigt. Und hier noch eine Information. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat selber nicht seinen Geburtstag gekannt, also wie könnt ihr ihn feiern? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste nur, er ist an einem Montag geboren, wie bei Imam Muslim authentisch überliefert wurde. Und in Amil Fil, das war im Elefantenjahr, was vielleicht 500